Djokovic mit dem modischen Rucksack. Hello, ladies and gentlemen. Jetzt schauen wir mal, ob wir rechtzeitig wegkommen. Der Martin Hanich hat, glaube ich, seinen Reisepass im Hotel vergessen. Vielleicht werden sich die Abflugzeiten ein bisschen verändern. Aber generell ist die Freude sehr, sehr groß. Die Vorbereitungszeit ist jetzt Gott sei Dank zu einem Ende gekommen. Und jetzt fängt schon langsam ein bisschen das Kribbeln an, das richtig gute Kribbeln. Ja, ich glaube schon, dass wir halt eine gute Mannschaft haben, dass wir guten Fußball spielen können. Und ja, mit diesem Verständnis gehen wir auch dahin. Und wir wollen natürlich auch Spiele gewinnen. Und dieses erste Spiel gegen Ungarn ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir noch ein paar Tage, dass wir uns auch noch akklimatisieren, gut vorbereiten, dass wir auf den Punkt bereit sind und ich glaube fest daran, dass wir das sein werden. Ich fand es ein bisschen verwunderlich, den schnellen Umschwung in der Berichterstattung. Zum Glück herrscht in Österreich Pressefreiheit, also da kann jeder natürlich schreiben, was er will, das finde ich auch gut so, aber es ging mir dann doch ein bisschen zu sehr ins Extreme, typisch Schwarz-Weiß-Denken in Österreich. In Deutschland zum Beispiel hat keiner derart aufgeschrien, als sie gegen die Slowakei 3-1 verloren haben und die sind immer im Weltmeister. Also die können das, glaube ich, schon richtiger einordnen wie bei uns ein oder andere. Aber wir müssen uns natürlich diese Kritik stellen, das ist ganz klar. Wir haben jetzt nicht so überzeugt, wie wir uns das vorgestellt haben. Auf der anderen Seite war ein Sieg und eine Niederlage dabei. Und die Niederlage war gegen eine für mich nach wie vor Top-Nation, die sie jetzt wieder gefunden hat, die in der Qualifikation natürlich weiter unter ihren Möglichkeiten gespielt hat. Sie haben es auch sehr, sehr gut gemacht, die Niederländer gegen uns. Und nochmal, alle, die glauben, dass wir jetzt zu den Top 5 Nationen der Welt gehören, die irren. Und vielleicht war es ein bisschen ein Rückschlag zum richtigen Zeitpunkt, weil einfach schon teilweise die Bäume in den Himmel gewachsen sind. Und vielleicht revidiert das eine oder andere seine Meinung, dass wir Europameister werden.